So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft. Ja, womit soll man am besten anfangen? Wir sind hier oben bei 1000 Nadeln, weil wir keine Ahnung hatten, wo wir hin sollten. Ja. Die nächsten Questgebiete irgendwo in der Pampa sind, wo wir eine halbe Stunde hätten hinreiten müssen. Total scheiße, weil wie wir alle wissen, finde ich das sowieso nicht hin. Ja, deswegen haben wir uns gedacht, okay, gehen wir 1000 Nadeln, allerdings erst mit Level 40, was wir noch nicht sind, deswegen gehen wir erstmal ein paar Inis. No. Dann start mal hier. Und übrigens heute Igamaru dabei. Er musste ja darauf hinweisen. Und natürlich, wenn wir einen Tank dabei haben, sind wir gleich drinnen. Was gab's für einen Tank? Mein Gott. Er lehnt schon wieder einen ab. Hört auf abzulehnen. Oh. Und Düsterbruch. Da haben wir die Quests noch nicht, das ist gut. Vor allem, weil waren wir noch keine einzige Düsterbruch? Nee, da haben wir noch nicht, das ist die erste. Und außerdem, Wucherburg im Viertel gibt's 5 Quests. Ja, die ist so lang und so. Ich hab keinen Quest-Mob. Okay, dann darf ich wieder nicht vergessen zu winken. Wein des Waldes, tiefes Gründen, so. Ist kein Räuber. Niemals vergessen, Pussilin anzusprechen. Oh, ich hasse diesen Wichtel. Diesmal habe ich ihn nicht Kobold genannt. Und ich habe ihn bis zu erteilt, das finde ich toll. Ja, das heißt durchlaufen und alles töten. So täte ich die Mobs hier nichts daran. Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade eben Zebras mit Giraffen verwechselt. Ja, so epische Momente passieren immer dann, wenn man sie nicht aufnimmt. Das war einfach nur peinlich. Ja, reitet da, wir reitet durchs südliche Brachland, reitet an der Giraffe vorbei, so ein Zebra. Ich stehe daneben, Giraffe. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Ja, wir finden jetzt ein Genlabor und kreuzen Giraffen mit Zebras. Oh mein Gott, ich habe ein neues Lebensziel gefunden. Zebras. Giraffen mit Zebrastreifen. Das hätte was. Wir wissen zwar noch nicht, wofür es gut ist, aber es hätte was. Hey, die können wir genauso gut einschleusen wie Spionagepferde von der NSA. Ja. Ich hab Agro, ist auch nicht Agro. Weil ich tot bin. Wieso bist du tot? Wir haben eine Disziplin-Priest. Keine Ahnung. Anscheinend hielt er es nicht für nötig, mich noch weiter zu heilen. Ja, okay. Ja, wenigstens entschuldigt er sich, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich da die halbe Inni gepult hätte. Jetzt fällt mir gerade ein, ich muss mir wieder einen Seelenstein geben, weil ich bin ein totaler Egoist. Niemand kriegt meinen Seelenstein außer mir. Man sollte ja eigentlich einen Heiler oder einen Tank geben. Das kommt irgendwann später, wenn die Vernunft Einsicht gewonnen hat. Heißt der zufällig Pullmoll der Krieger? Sie liegen gerade. Ach, die sehen da hinten. Okay, passt. Ja, wir Vollidioten vom TGE-Kanal. Wir können einfach nichts. Wir sind zu dumm zum Scheißen. Ja, ihr habt Toiletten aus Freilandhaltung. Ja, das ist doch ein positives Argument. Hey, allmählich komme ich auch an die vierstelligen Crits, aber noch nicht ganz. Also die vierstelligen Crits, die ich mit Level 12 hatte? Ja, aber jetzt Paladin bekommt man sowas in den Hintern geschoben. Schade, dass ich jetzt kein Magier bin, einfach blinzeln und heiße Sohlen und dann Njung, Ramazan. Ja,
Also die Rota-Leute sieht bei mir dann bald ein bisschen interessanter aus, wenn ich dann meinen Chaos-Bolt endlich habe. So viel interessanter ist die auch nicht, weil es ist immer noch die simpleste. Ja, aber sie ist ein bisschen, immer noch ein bisschen interessanter als zuvor, weil bis jetzt schmeiße ich halt irgendwas, wo ich gerade lustig bin. Na ja, super, jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Ich könnte mir leider keinen Mount stellen, sonst würde ich dir jetzt einen Mammut hinstellen, dass du verkaufen kannst. Ach, ich kann ja meinen Alkohol trinken, den ich gerade vorhin bei einem Rahm abgekauft habe. Pussy nicht, du alte Pussy, rennen. Schneller, du Knecht! Oh mein Gott, bin ich betrunken. Wenn du ja immer gleich den stärksten Alkohol kaufen musst, ne? Den stärksten, den ich kaufen konnte. Ich bin immer noch fertig. Ja, mir haben die Knöchel gestern so wehgetan, wie ich die Treppe hochgegangen bin. Ernsthaft? Ja, also ich habe gemerkt, dass ich getanzt habe. Auf jeden Fall. Ja, immerhin, du hast etwas vom gestrigen Abend bekommen. Ich habe alles vom gestrigen Abend bekommen. Gestern war keiner von uns in irgendeiner Weise so beieinander, dass man jetzt sagen könnte, der weiß nur, was er gemacht hat. Aber das hatte ich nur ein paar Mal. Zweimal! Ja. Oft genug. Ja, das war schon zu viel. Weg! 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 Ich habe jetzt alle drei Viers gezündet auf das Viech. Wenn du sonst nichts zu tun hast. Ich hatte nichts zu tun, das Vieh hat mich angegriffen und ich wollte, dass es weggeht. Oh, jetzt merke ich es erst, das sind ja Dämonen. Ah, die Dämonen sind ja das, genau, Dämonensklave. Du weißt schon, dass du dann dein Pet weg hast, ne? Ja. Meins! Meins! Wenn du jetzt glücklich bist. Ja, jetzt habe ich einen Verräter der Wildhufe. Los, Verräter, töte ihn. Wie lange hält das nochmal? Circa 2 Minuten oder so. Halt 5 Minuten. Ja, 5 Minuten, okay. Ich habe jetzt 5 Minuten so einen tollen irgendwas. Satyr, genau, so heißen die. Ja, ich habe nur gemerkt, dass es Dämonen sind, weil ich die auf einmal gestunt habe mit meinen Handlings. Ja, und in dem Moment habe ich gewusst, oh, Dämonensklave, da war noch was. Alter, wie schnell ist denn der umgekippt, bitte? War ja nur ein kleiner Boss. Halt, den muss man ja looten, ne? Ich hätte es fast wieder vergessen. Hab ich den jetzt gelootet? Hab ich irgendein Quest-Item drin? Nö! Ich schau lieber nochmal, bevor ich es vergesse. Schade, dass man denen in der Zeit, wo man sie hat, keinen Namen geben kann. Kann ich mit Blutlinie heilen? Natürlich! Geiler Scheiß, und das Viech ist immer noch Elite. Tja. Ohne Dämonensklave kannst du die Kenrith-Quest auch gar nicht machen, weil da musst du einen Grubenlord versklaven, den er ganz am Anfang beschwört. Okay. Ja, und der Grubenlord, den brauchst du dann, um Kenrith zu tanken. Ja klar, weil sonst gibt's aufs Maul. Jupp, und außerdem brauchst du ihn, um seinen mächtigen Chaos-Bolz zu unterbrechen. Oder was auch immer der da Chaos ist. Ich gebe ihm jetzt den tollen Namen Doppelhorn. Übrigens, du gehst falsch. Scheiße. Ja. Meine Orientierung sind mal wieder, ne? Wartet auf mich! Noch nichts passiert. Ich hole mir jetzt einen Teufelsanbieter als. Nee, ich hole mir einen mit Säbel. Der gehört mir! Hm.
So, jetzt müsste bloß noch jemand mein ehemaliges Viech vom Leib halten. Ah ja, das macht jetzt mein anderes Viech. So, jetzt habe ich einen mit einem Säbel. Hey, der kann Schlachtruf und Stoß und Kniesehne. Ja, dann mach einen Schlachtruf, finde ich gut, Angriffskraft. Wir haben den Krieger dabei, aber egal. Ja, der macht den nicht, also ich hab gar keine Angriffskraft, also so. Drauf. Ja, habe ich schon gemacht. Wieso habe ich die Buff nicht? Keine Ahnung, ich mach nochmal. Warte, der hat noch Cooldown. Jetzt? Du bist zu weit weg gewesen. Wieso steht jetzt der Blöde in der Gegend rum, das war der andere? Achso, der war gestern. Ich mach nochmal Schlachtruf, hast du ihn jetzt gekriegt? Du hast Schlachtruf. Ach, da ist er, okay. Das ist komisch. Normalerweise werden wir Sebastian mal hier angezeigt. Hey, ich hab Post. Bestimmt wieder irgendwas liegen lassen. Davon, von der brauchen wir auch noch was. Ja, das Netz. Ja, hab ich auch. Ich hätte vielleicht noch verkaufen gehen sollen. Kann ich das, was gesagt nach der Hingestelle stelle ich vorhin noch einen Mount. Dann kannst du mal wieder verkaufen. Du musst eh auch bald verkaufen, aber auch nur noch viel Platz. Everybody dance! Wie ist ich wieder tanzen? Weil ich gestern nicht genug getanzt. Oh. Du stirbst schon wieder. Das ist dann nicht auch. Nieder mit euch! Sklaven meines Willens! Das ist dein Spruch. Der ist nicht da. Der sagt nicht in diesem Let's Player, also kann ich sagen, was ich will. Was ist, wenn er es ansieht? Tja, dann habe ich ein Problem, aber egal. Als ob Dobby das jucken wird, ganz ehrlich. Oh, da haben wir wieder einen Boss. Der entwaffnet er mich. Wow. Tja, der hat dich halt gesehen und hat sich gedacht, na, den darf man gleich mal entwaffnen. Ich komme mit den neuen Dämon, der ist scheiße. So, da ist ein Schurke. Ja, ah, der kann räucheln. Okay, mir gefällt die Idee gerade übelst geil. Ich kann sie alle mit dem heiligen Zwanz dann aufzuhalten. Aber ich merke schon, dass wir hier einen Krieger haben, weil ich komme hier nicht dazu, meinen Hammer des Zwanz zu schmeißen. Ja. Weil immer wenn einer auf 20% ist, kommt Execute. Okay, irgendwie hat er sich gerade aus meinem Star aus meinem Bach befreit hier. Was ist los? Ja, du mich auch. Naja, Leute, wie ihr seht, habe ich hier meinen Spaß und Kilian auch mehr oder weniger. Ja, mein großer Spaß fängt erst an, wenn ich Level 40 bin. Ja. Das haben wir ja gleich, so in zwei Level. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr zu meinem Dämonen-Sklaven. Ja, ich bin ja einfach mal dein Standard-Dämonen wieder raus. Meins! Ein Höllenrufer. Oh, der kann Feuerball und Feuerregen. Oh, das gibt jetzt ein Dauerfeuerregen. Macht denn der bitte seinen Feuerregen?
gerade, wo er steht. Ja, habe ich auch mitbekommen. Jetzt sind wir frei bei der Karte. Jetzt hat er sich befreit? Irgendwas läuft gerade irgendwie falsch, aber gut, egal. Wir haben keinen Hunter in der Gruppe, also ist der Bogen total nutzlos. Hunter Item! Diesmal sogar wirklich. Sklave eines Windes. Jetzt habe ich Hexenmeister-Pet, wie geil. Fluch der Machtlosigkeit, Fluch der Schwäche, lähmendes Gift. Der debufft alles. Tja, solange du Spaß damit hast. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat sich der einfach kaum sich ein paar von den Dingen geschafft, sich zu befreien. Kann sein, dass ein paar von den Magie aufheben können oder sowas. Das kann natürlich sein. Sprecht mit Eisenburg, der Loser. Wir haben schon die Kämpfe entwickeln lassen. Welches ist das? Das von dem Bogen Wasserhelm da. Ich weiß nicht, wieso. Gab's da ein Quest-Item? Ja. Scheiße. Ich hab's auch vergessen. ist nicht weit zurück. Ja, die Frage ist aber noch da, ist, wenn wir wieder vorbeikommen. Nein, ich habe eh gerade noch drei Heilige Kraft, da kann ich dann noch kurz hinrennen. Achso, du läufst jetzt zurück oder wie? Ja, dann laufe ich auch zurück. Ist nicht weit. Der steht, der ist ja, liegt ja direkt da hinten. Dann mache ich schon mal Platz frei hier. Liegt da hinten im Wasser. Diener meines Willens. Das ist der Sklaven meines Willens. Stimmt, das ist ein Sklave. Nein, das ist ein Diener. Ich weiß nicht, Sklave, Diener. Das ist alles das Gleiche. Ja, zumindest fast. Ich nenne es Gubbel, Gubbel. Ich dachte, so heißt dein Balmer. Oh, leck, jetzt ist Pulmol gestorben. Und der Heiler kriegt da aufs Maul. Pass auf, jetzt werden gleich gekickt. Der scheiß Tank ist nicht da. Und der scheiß Gimpax hat ja sowieso keinen Schaden mehr. Will auch wieder. Oh, ich muss mir wieder einen Seelenstein geben. Ja, die habe ich schon wieder, zumindest für den meisten. Ups. Oh Mann, ich bin wieder so langsam, bis ich da bin, sind wieder alle tot. Nein, jetzt hat er sich auch befreit, scheiße! Sowas aber auch. Ich habe einen sehr willensschwachen Hexenmeister hier. Schafft sich mal so einen minder bemittelten Satyr unter seiner Kontrolle zu halten. Schäm dich, Angry Face, schäm dich.